So, da bin ich wieder und ich habe auf 32-Bit wieder umgestellt. Für die Aufnahme muss ich das wahrscheinlich machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich die Fehlermeldung wieder bekomme, was mir meinen Rang kaputt macht. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Entweder ändere ich die Aufnahmesoftware oder ich mal gucken. So, wir spielen Dragonshire. Was spielen wir denn auf Dragonshire? Wir könnten mal wieder den guten Fightstart spielen oder wir spielen die Tracer. Können die Tracer spielen. Special Tracer. Gucken mal, wie es mit der Solo Lane aussieht. Ansonsten müssen wir halt schauen, dass wir das Solo Lane-mäßig ein bisschen spielen. Können wir die Valor spielen? Wenn die Tracer nicht gut genug ist, können wir die Valor spielen. Da fängt es halt schon an, ne? Wer Kreuzzug ruft. Bin mir nicht sicher, ob das noch so clever ist. So diene ich. Überlege, ob ich Malta hier spiele. Oder wir nehmen Magier mit rein, aber der Serratul ist schon da. Ich bin hier, um zu helfen. Dann wäre es Kaer'Tusat, den ich natürlich spielen wollen würde. Weil der noch auf Level 30 gebracht werden muss. Ich kann aber auch Medivh spielen, aber Serratul, schon ein bisschen tricky. Genji gebannt. Ich mal ganz kurz reinschauen, während wir. Was können wir dann noch machen? Die Tracer ist gegen Atanes schwierig. Wir können mal gucken, was er jetzt spielen wollen würde. Wir könnten gegen Serratul mit Kaer'Tusat spielen, ist auch schwierig. Medivh wäre auch schwierig. Geladen und entsichert. Falstad auch. Ich glaube, wir riskieren es. Wir spielen Falstad. Lasst uns eine Runde fliegen. Das Licht lässt niemanden im Stich. Maltei war möglicherweise sogar der bessere Pick gewesen. Die brauchen einen zweiten Frontliner. Und damit haben wir dann schon mal ein dickes Problem. Wir haben die Ohana, das nicht unbedingt so schwierig sein kann, aber wir gucken mal. Oh, ich muss den Skin ändern. Ich habe jetzt langsam echt keinen Bock mehr auf den Südsee. Falstad. Frostgram hungert. Es ist Arthas. Ne? Hätte ich den Malta eher genommen, wäre es, glaube ich, ätzend gewesen. Es ist kein gutes Lineup, was wir haben. Der Serratul hat mich so ein bisschen eingelullt, muss ich sagen, der Serratul-Pick. Die Tracer wäre nicht schlecht gewesen, aber. Nasibu. Auch nicht schlecht. Problem ist, wie spiele ich Ich gegen höre den Serratul? Ruf. Also das ist seltsam. Der Greifenreiter sieht genauso aus wie... Nein, das kann nicht sein. Seid ihr bereit für die Schlacht? Warum nicht? Ich habe gerade nichts zu tun. Okay, dann gucken wir mal. Also es gibt zwei Möglichkeiten, die wir hier spielen können. Das ist ein
sehr, sehr melee auf das Spiel. Line-up, wir können mal wieder den Magic Falstad spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Magic Falstad gegen dieses melee-hafte Line-up. Wir können aber auch Auto-Attack spielen, das ging auch. Wir können aber auch Flügelmann spielen. Es ist halt die Frage, was ist die safere Variante? Ich glaube, dass wir mal wieder den die Magic Falstad spielen. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sechs gesammelt. Sie und setzt den Drachenritter frei. Der Tod wird euch holen. Legen wir los. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Puh, gerade so. 11 Stacks haben wir schon. 100 Stacks ist immer das Ziel, was ich verfolge. Ist nicht ideal, dass wir auf Poke gehen, aber... Wir gucken mal. Ich bin dabei. Die Reichweite mitnehmen. Wieder zum Brunnen gehen. 17 Ticks haben wir schon mal. Wenn wir die 50 haben, sind wir schon mal gut dabei. Brauche Level 7, dann geht's deutlich besser. Dann noch mehr poken. Weiter so. Ich muss mich zurückziehen. 24 Ticks. Kinderspiel.
Ich hab gepinkt und ihr bleibt halt da. Scheiße. Aber ich komme gut weg. Für den Nathanis musste ich den die Reichweite nehmen, bis er schneller disengagen kann. Wir werden weiter so. Mighty Gas gehen. Zeit für den Hammer. Go help. Wie das Team helfen. Ist besser. Himmel erwarten uns. Oh fuck, ich hab mich genau reingeblinkt. Das bitte. Reingeportet. Wusste es, was es war. Autsch. Dieser Heiler gefällt mir. Um. 40 Ticks, wir haben gleich die 50 erreicht. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das habe ich leider verloren. Wir werden Turbo gehen. Ich weiß nicht, ob da einer steht. Sekunden warten, dann kann ich wieder den Brunnen aktivieren.
ich helfe dir gleich, muss man nicht schnell. Haben wir es endlich geschafft. Wer zugrunde gehen? Koste es, was es wolle. Für den Weg. Wir haben übrigens auch keine Mini-Ruckler mehr drin, ne? Weil es die 32-Bit-Version ist. Und die Jaina ist fertig. Ein bisschen noch, dann haben wir die 50. Die glaube ich aber mal weg jetzt. Und dann werden wir den Nachbrenner spielen. Wir können auch die Verlangsamung mitnehmen, das ist alles ziemlich gut. Der Slow wäre glaube ich sogar für uns ein bisschen nützlicher. Deswegen werden wir den glaube ich auch spielen. Nova gestorben. Ich werde nicht in dieses Gefängnis zurückkehren! Nein! Ich werde mal das Camp anfangen. Der Tod wird euch holen! Auf in den Himmel! Weiter so! Oh Gott, jetzt bin ich tot. Ah. Und warum bin ich gestorben? Weil ich die Fassrolle aktiviert habe, um hier rüber zu kommen. Statt einfach außen rum zu gehen, also die andere, hier die Richtung zu gehen, habe ich den unnötigen, riskanten Weg genommen und sterbe dadurch. Das ist bitter. Wenn wir jetzt den Uka bekommen, wäre das schon mega gut. Hat ihn gesaved? Oh, er stirbt aber. Ja, oh, ich glaube, mal Sebo ist tot. Ich kann da nicht mal rennen. Vielleicht kriegt er die Jaina noch. Oh, ist das bitter. Ich muss da weg. Ich habe überlebt. Die Macht der Schreine wächst. Nein! Wie halt einfach genau im richtigen Moment sich portet und Mighty Gust halt einfach interrupted. Alter Schwede. Das war gut gespielt von ihm. Oh, der stirbt. Haha, guter Serratul. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Schade, ist ein großer Missplay von mir. Das darfst du nicht machen. Wenn du siehst, dass da einer ist, darfst du hier nicht mit dem E rübergehen, nur damit du schneller bist. Das war eigentlich. Das hat mir gefehlt. Das Disengage hat mir gerade gefehlt. Und dann stand ich da halt in der Ecke drin und konnte nichts machen. Oh, das ärgert mich schon wieder. Das ist wirklich dumm gewesen, die Aktion. Ja, den Arthas. Damit haben wir uns jetzt selbst um die... Der Gegner hat ein Tor zerstört. Weinschild bekommen. Ja,
mir jetzt XP saugen. Mein Werk ist noch nicht vollendet. Ich selbst bin noch nie gestorben. Aber deswegen nennt man mich wohl auch einen Überlebenskünstler. Sog XP. Sie haben unser Fort zerlegt. Macht erfüllt die Schreine, entfesselt den Zorn des Drachen. Jetzt haben wir das Key, die haben das ganze Late Game gerade weggeschenkt. Schade, dieser eine dumme Fehler hat das Spiel uns gekostet, den ich da gemacht habe. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Nur wird immer von Zeratul gecatcht. Versuchen wir das doch nochmal, Sturmschwinge. Noch können wir die Keeps halten, aber jetzt wird es halt mega anstrengend. Jetzt wird Level 20 die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Wählt ein Talent. Mal Epic Mount spielen. Die fighten schon wieder unnötigerweise. Werden euch holen. Oh je. Da war so unnötige Fights gerade, die einfach nicht passieren dürfen. Das haben wir verloren. Ah, schade. Dieser eine dumme Fight. Oder zwei dumme Fights. Hey, dafür werdet ihr bluten. Guter Serratur. Das war wirklich mein guter Serratur-Spieler. Schade. Aber verdient verloren das Spiel. Wir haben 19 gegen 20 gefightet. Das war dämlich. Ich musste da unterstützen, denn der Sebo ist tatsächlich sehr oft gestorben. Ein bisschen zu oft. Schade, wir hatten ein richtig gutes Early- und Mid-Game und danach haben wir einfach so hart verloren, die Games. Das ist der Wahnsinn. Schade. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.